Zum Schluss noch ein praktischer Befehl, den wir konfigurieren können, sogenannte Aliase. Es gibt bei Git Befehle, die Sie immer und immer wieder benötigen, zum Beispiel git status --short, die aber einiges an Tipparbeit erfordern. Und das könnte man nun abkürzen. Anderes Beispiel wäre vielleicht der Befehl git log pretty gleich one line und anhand bestimmter Buchstaben log one line könnte ich jetzt den zum Beispiel als git lol abkürzen. Wäre da viel einfacher zu tippen, git lol statt git log pretty one line. Und das kann ich mit dem git-config-Befehl nun als Alias konfigurieren. Ich verwende das folgendermaßen: git-config alias.lol und dann gebe ich als String gebe ich eben diesen Befehl an. Achtung, git muss ich nicht angeben, das wird impliziert. Ich gebe einfach das an hinter git. Und so habe ich mein neues Alias definiert. Nun kann ich das mit git lol kann ich das verwenden und es wird tatsächlich dieser Befehl hier ausgeführt. Also kann recht praktisch sein. Wie immer bei git-config-Befehlen kann ich das auf standardmäßig passiert es auf Repository-Ebene. Ich kann es aber auch auf der globalen Ebene oder also pro User global bzw. auf Systemebene machen. Ich probiere es einfach schnell. git-config alias.lol und der Befehl jetzt git log, also log pretty gleich one line. Git lol gibt mir jetzt das genau aus, was ich wollte. Und das kann sehr hilfreich sein. Macht noch einen weiteren Versuch. Was ich oft brauche, git status --short. Und jetzt sagen wir status short, vielleicht ss, wäre kürzer. Git config alias.ss. Git muss man nicht eingeben, aber status short natürlich. --short und git ss gibt mir jetzt den Short State aus. Das hat geklappt. Hierzu gibt es nun eine Übung. Definieren Sie ein eigenes Alias für einen der git log Befehle von Aufgabe 11 und vergeben Sie einen passenden Namen. Also bei Aufgabe 11 haben wir ja verschiedene neue Befehle oder Use Case kennengelernt. Aufgabe 11. Alle Commits des Monats März anschauen oder den tabellarischen Output für CVS, das wäre doch ein sinnvoller Befehl. Git CVS, CSV, sorry, nicht CVS, Comma Separated Values. Was man noch machen sollte, bevor man einen neuen Befehl definiert, ich soll zuerst schauen, ob es den schon gibt. Git CSV, gibt es den schon? Nein, den gibt es nicht, also kann ich den verwenden. Mache ich gleich. Git config alias.csv. Jetzt eben git muss ich nicht eingeben, aber alles dahinter. Achtung, die Weiterleitung nicht. Die lassen wir weg. Jetzt muss ich schnell schauen, hier die Hochkommas muss ich noch richtig setzen. So. Und wenn ich jetzt git CSV eingebe, kommt diese Ausgabe. Also es kann recht praktisch sein. Ein weiterer Mechanismus, Sie können auch solche Aliase direkt über die Shell weit setzen, aber das hängt dann wieder von der jeweiligen Shell ab, von daher Sie können diesen Mechanismus gut verwenden. Also haben den Befehl definiert und ihn getestet und damit wären wir durch von der zweiten Reihe der Git-Befehle. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald im Unterricht.